Hallo Sportfreunde, kurz nach Baden, kaum waren jetzt draußen, die Jungen sind richtig gut drauf. Wird noch ein bisschen nass, heute ist es sehr stürmisch, wollen wir mal schon gucken, wie wir den Nachmittag überstehen. Wir haben Unwetterwarnung, aber ich denke, das wird wohl ganz gut klappen. Schöner ist, es ist nicht kalt. Ja. Und wie man sieht, sind die Jungen wirklich richtig top drauf. Sie sind gesund, hoffe ich zumindest mal. So sehen sie jedenfalls aus. Ja, ich werde sie jetzt die nächsten Tage in den Transportkorb setzen, um sie ein bisschen daran zu gewöhnen. So früh wie möglich, sage ich immer, damit sie das als Routine empfinden und nicht scheuen, sondern wirklich entspannt da drinnen. Das ist ein Punkt gegen die Jungtierkrankheit, funktioniert nicht immer, aber man kann den Tauben doch einiges an Stress nehmen. Ja, was soll ich weiter sagen? Fällt das momentan eigentlich recht gut. Ein wunderschöner blauer mit einem Hornschnabel. Tolles blaues Weibchen hier, die dahinter auch. Also ich hatte sie jetzt mal in der Hand. Körperlich sind sie doch recht gut geworden. Also unter körperlich verstehe ich in erster Linie seidenweiche Tefieder, eng Beckenschluss, geschlossenes Auge und einen richtig guten Rücken. Ja, das sind die Jungen. Ja, das mit dem Rein- und Rauslassen, sonst hinten, wo die Weibchen nachher durchgehen, funktioniert auch recht gut. Also von der Seite her gibt es absolut keine Probleme. Ja, ein Teil war noch draußen, die kommen jetzt rein. Na komm. Sie sind in der Kleinen, die Fiedermauler. Schon gut, teilweise am Hals, einige blanke Federn schon zu sehen. Ja, und schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Freiflug habe ich ihnen momentan nicht gewährt, außer die zwei, die noch eingewöhnt werden müssen. Die fliegen jetzt eigentlich auch. Und damit ist das gelaufen. Ja, das soll es gewesen sein, muss ich auf den Tisch schlafen.